der erste Eindruck war ganz spannende Szenerie. Das Bühnenbild auch sehr spannend. Ich fand es wirklich klasse. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie dieses Werk so in der Versenkung verschwinden konnte. Es war so eine unglaublich ausdrucksstarke, facettenreiche Musik. Völlig unerwartet. Ich kannte das Stück überhaupt nicht. Ja, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und bin völlig begeistert. Auch deswegen, weil ich ein großer Fan bin von Christoph Loy. So selten gespielte Opern, das sind absolute Raritäten, die man anhören muss. Ich hatte am Anfang etwas Schwierigkeiten mit der Inszenierung, aber wenn man das Stück dann kennenlernte, verstand man eigentlich, was damit bezweckt war. Das ist wie ein Film, den man sieht, ja. Ich fand an der Bühne vor allem auch die Szene von der Verbrennung von der Hexe im ersten Akt, fand ich sehr beeindruckend. Ja, erstmal sind wir erschlagen, weil es ist schon bombastisch, was einem da entgegenkommt. Entsetzt auch, natürlich wegen der Geschichte. Also ich bin gekommen wegen Doris Joffe. Fand ich am besten, vor allem die Chorszenen. Ich finde Chorszenen immer ganz toll. It's actually better than I thought, because the composer has a reputation only mostly for piano, and they say, well, it sounds like a music for film. Diese großartige Zusammenspiel hatte mir sehr gut gefallen. The people really love the music. I mean, really. Seine stringente Inszenierung ohne Schnickschnack hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat wirklich von Anfang bis zum Ende unglaublich Spaß gemacht. Ich werde es mir auch gleich nochmal angucken.